Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Fit über Mittag. Ich bin Nina. Ich leite während der speziellen Corona-Zeit das Fit über Mittag am Dienstag und das Pilates, das wir am Samstag und Nachmittag machen können. Schön, sind ihr mit dabei. Wir werden heute wieder eine Bewegungseinheit machen, und zwar, wo der ganze Körper zum Zug kommt. Wir starten mit, wie immer, mit einem Warm-up und machen nachher so blockweise, dann wir uns zuerst den Bein widmen, nachher einen Rumpf und so weiter. Ihr werdet das sehen. Brauchen Metalle, würde ich euch empfehlen. Ja, jetzt zum Starten habe ich noch Schuhe an. Ich wahrscheinlich werde ich die im Verlauf einer Stunde wegwerfen. Es wird etwa 40, 45 Minuten gehen. Und vielleicht holen wir etwas trinken. Auch, dass ich bei kleinen Päuschen noch einen Schluck Wasser trinken. Gut, das wäre es. Wir meinen, wir starten. Und zwar marschieren wir los. Langsam gewöhne ich mich an die Situation mit dieser Kamera vor mir. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich mich sehr freue, wenn ich wieder mit euch einen Sport mache. Obwohl kennen ja nicht ist, aber schon nicht das Gleiche. Gut, nehmen wir noch eure Arme dazu. Einfach so ein bisschen marschieren. Und dann tun wir unsere Schultern kreisen. Und zwar zuerst nur ein bisschen anfangen. Wir laufen unten weiter. Dann hin. Werden ein bisschen grösser. Und geht vorne. Wir lassen es wirklich sachte angehen. Damit wir genug Energie für nachher haben. Okay, wir nehmen die Ellbogen dazu und gehen wieder gegen hinten. Wie schnell ihr das hier unten machen, ist euch überlegt, wenn ihr auch Joggen an den Ort hältst, okay? Aber es tut es auch, wenn wir einfach mal ein bisschen laufen. Gut, grösser werden, diese Ellbogen schön rausgehen. Und das gleiche geht vorne. Sehr gut. Wir lassen sie bambeln, ziehen sie hoch, ziehen sie tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Das letzte Mal. Hoch und tief. Okay, jetzt machen wir seitliche Ausfallschritte, tippen an und gehen aber immer wieder gegen raus. Rechts, links. Oder auf eure Seite. Die, die jetzt schon Angst haben, dass ich hier mit einem Aerobic-Tanz loslege, keine Bange, ich kann nämlich nicht tanzen. Es wird bei diesen simplen Schritten bleiben. Gut. Ein bisschen schneller. Wir probieren mit dem inneren Fuß nur schnell anzutippen. Und gleich wieder weggehen. Gut, wir werden wieder ein bisschen langsamer. Wir ziehen das Bein hinten zum Füttler. Hände dürfen den Eingestütz behalten. Schön hinten aufziehen. Darf gerade ans Füttler herabtätschen. Okay, und wir wieder starten, den wo wir angefangen haben. Einfach rechts und links. Wir strecken unsere Arme raus. Machen Füße. Einfach ein bisschen mehr Spannung. Okay, jetzt machen wir ein ganz einfaches Muster und zwar raus, rein. Noch einmal Zeit. Wie sind das Hände? Das Hände wahrscheinlich relativ zackig. Wir nehmen etwas dazu und zwar gehen wir führen mit den Armen und wieder zur Seite. Führen. Es ist absolut egal, wie das gerade bei euch aussieht. Wichtig ist, dass wir uns bewegen. Behalten eure Schultern tief. Nicht da oben. Das wollen wir nicht. Mit einem schönen langen Giraffenhals. Okay. Rauf. Zur Seite. Okay. Das ist auch okay, mal diagonal. Wir variieren, ihr dürft selber wählen, was wir machen. Das Ziel ist, Seite mal oben
geht vorne. Geht dazwischen aber immer wieder zur Seite. Und wenn ihr zweimal aufgehen, kein Problem. Seite, vorne, Seite, oben. Gut, ein paar Mal. Jeder in seiner eigenen Choreo. Ich nochmal direkt führen. Gut. Okay, schnell ein bisschen ausschütteln. Kleine Gleichgewichtsübung. Und zwar machen wir, wir machen Gleichgewicht und die Hüfte noch aufwärmen. Stellen wir uns das linke Bein, vielleicht ist es eine Schokoseite, vielleicht auch nicht. Stellen wir uns das linke Bein und das Knie leicht beugen. Hey, entweder die Seite einschützen oder balancieren oder helfen zum Balancieren. Wir wärmen unsere Hüfte einwärmen. Und zwar kreisen wir gegen aussen. Kreisen. Das Federn zieht am Knie rauf, zur Seite und wieder ab. Probieren, immer ein bisschen grösser zu werden. Wenn du mal abstehst, dann ist kein Problem. Sehen Sie bei mir auch immer wieder. Gut. Dann wechseln wir die Seite. Wechseln. Wir gehen von außen gegen innen. Etwa 7 Mal. 2 Mal. Wir werden grösser. Standbein ist leicht gebogen. 3, 4, 5, 6. Letztes Mal. Abstellen, anderes Bein. Vielleicht ein bisschen ausschütten. Und zwar. Balance finden. Links Bein abheben. Rechts Bein, Standbein ein bisschen beugen, wenn nicht, dass das durchgestreckt ist. Wir gehen zuerst wieder gegen aussen. Fangen so an, dass es für euch okay ist in den Hüften. Dass, je nachdem, kroset das fast ein bisschen. Ist okay, solange sie nicht, dann ist es tiptop. Dann den Bauch anspannen. Nicht, dass ihr hinten mit dem Becken wegkippen und ein hohes Kreuz haben. Wir machen noch 2 grosse gegen aussen. Halten das Knie hoch. Gut, wir stellen ab. Ein bisschen anfangen, gegen innen. Für die Leichtathleten unter uns ist das kein Problem. Andere haben vielleicht ein bisschen mehr Mühe, das ist wurscht. Wir werden grösser, machen noch 3. Standbein wird auch etwas warm, das ist tipptopp. Stellen ab, schütteln die Beine schnell ein bisschen aus. Das nächste zeige ich ja so. Durchaus möglich, dass ihr in Schwanken geraten. Nehmt wieder euer erstes Standbein von vorher, wie wir es jetzt rechter waren. Dünnt den linken Fuß anheben. Wir machen zuerst mal ein paar Sachen. Vorne rausstrecken, zur Seite rausstrecken, hinten rausstrecken. Das hier ist gebogen, das Standbein. Nochmal vorne, Seite, hinten, vorne, Seite, hinten. Machen hier noch so ein bisschen Halbkreis raus. Einfach so, dass wir das Gefühl haben, okay, wir tasten uns ein bisschen an unser Gleichgewicht her. Gut. Schnell ausschütteln. Wir bleiben noch auf diesem Bein. Und zwar wieder herstellen. Wir lupfen das linke vorne auf. Und Schenkel bandeln. Gut. Das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Jetzt gehen wir mit dem Bein hin und wir probieren in den Stand hoch. Dann können wir auch einfach das Flugi machen. Wir steigen mit dem. Das Bein geht hinten und schauen an den Boden. Innen mit dem Hemd raus, es hilft für das Gleichgewicht. Das Standbein ist gebogen. Und ihr merkt, der Fuß, die Fußsohle muss ganz ordentlich arbeiten. Dann kommen wir wieder rauf. Machen es nochmal. Vorne rauf mit dem Bein. Und hinten. Die es easy finden, nehmen die Hände noch vorne. Gut, und langsam wieder raufkommen. Die, die jetzt hier furchtbar im Mörker haben, kein Problem. Vielleicht kommt jetzt die eure Schokoseite durch das Bein ausschütteln. Es geht ganz schön warm. Okay, linkes Bein, einfach das andere Standbein jetzt. Platzieren, wir strecken das andere Bein. Führen, zur Seite und hinten. Ihr bleibt
Ich tue wieder einmal ein bisschen kehren. Führen, Seite, hinten. Noch einmal. Okay. Bogen. Schnell runterschauen. Gut. Das Gespür in der Gab. Wir ziehen Ufer. Ufer, Bambalala. Wir bleiben. Okay. Tönt es noch ein bisschen mehr, beugen euren Stammbein, wir gehen langsam ins Flug führen. Etwas fixieren. In eurem Tempo. Das ist jetzt zum Beispiel nicht meine Schoggi-Seite. Strecken euch. Oh, oh, gut. Und wir kommen langsam wieder rauf. Also gut. Keine Schande haben. Also, ich meine, wenn es bei mir sogar gefilmt wird, dann ist es bei euch Hunde wurscht, wenn es euch nimmt. Okay, wir machen es nochmal, dann ein bisschen ausschütteln. Ziehen zuerst das Bein wieder rauf. Gut, und wir gehen nochmal führen. Also respektive Oberkörper führen, Bein geht hinterher. Standbein ist Bogen. Ich nehme da einmal auf dieser Seite nicht fügen. Ihr vielleicht schon. Wir bleiben noch und kommen langsam wieder zurück. Also jeder hat eine gute und eine schlechte Seite. Bei mir ist das sehr offensichtlich. Gut, wir schütteln die Beine aus. Machen noch schnell für unsere Arme zwei, drei Sachen. Und zwar, was zwei, drei Sachen sind übertrieben, eigentlich ist eine Sache. Stehen an das Mattenende. Wir gehen führen. In Tatz, wir haben Tatzelwurm, in unsere Liegestützposition, machen einen Liegestütz entweder auf den Füßen oder auf den Knie und wir gehen wieder hinten. Viermal, das war der erste. Vielleicht gibt es für euch auch drei, wenn ihr jetzt noch Blut habt. Okay, zweiter. Wieder hinten laufen mit den Händen. Hier darf das Knie auch ein bisschen bogen werden, wenn ihr das nicht könnt, so. Von Beweglichkeit. Gut. Noch einer. Letztes Mal. Führen. Tief. Und wieder zurücklaufen. Voilà. Wahrscheinlich ein bisschen die Hand gelegt und durchschütteln. Wir starten mit dem Bein im Stand. Und zwar stellen wir breit her. Ob auf das Metall oder nicht, ist egal. Geht gut auf den Boden. Und zwar machen wir einen seitlichen Ausfallschritt. Das Ziel ist, hinten abhocken. Wir können mal zuschauen und auch gerne mitmachen. Füße entweder gerade oder leicht gegen außen rotiert. Ich zeige es euch von der Seite. Ihr macht weiter. Wichtig ist, dass ihr hinten abhöckeln. Hinten durch abhocken. Oberkörper ist möglichst aufrecht, also gerade, nicht, dass ihr wieder runterhängt. Ich nehme die Hände höher. Wir gehen von links nach rechts. Schön hin und abhocken, so weit, wenn ihr mögen. Weitermachen. Ich nehme die Seite noch dreimal. Zweimal. Noch einmal. Okay. Wir kommen rauf, schütteln die Beine aus. Wir machen Ausfallschritte gerade. Das war jetzt die seitliche. Für das nehmen wir das eine Bein und tun einen grossen Schritt gegen vorne. Und dann das Gewicht vom vorderen Bein nehmen wir hoch und tief. Wichtig, das Knie sollte nicht unbedingt weiter führen als Fußspitze. Schauen wir mal runter. Ganz wichtig auch, Fuß schaut in die Richtung, Knie schaut in die Richtung und Hüfte. Oftmals ist man da so ein bisschen oft gedreht, das wollen wir aber nicht. Wir schauen tiefer gerade nach vorne. Hände dürfen wir in der Hüfte einstützen. Und das Gewicht ist hauptsächlich auf dem vorderen Bein. Hinten sind wir nur auf der Zehenspitze.
Wenn ihr das Gefühl habt, wir korrigieren, machen das. Wir machen noch 5, noch 4, noch 3. Bei mir knackt es. Der eine oder andere vorstellt auch. 2, 1. Und der letzte. Grosser Schritt hinten. Anderes Bein nach vorne. Grosser Ausfallschritt. Schaut, ob die Achse stimmt, ob die Hüfte immer noch geschlossen ist. Wir gehen dann hier hoch, tief. Gewicht vor allem auf dem vorderen Bein. Probieren Sie wieder gerade ab, gerade auf. Oberkörper möglichst aufrecht. Das hätten wir noch so ein Marionettenfädel. Noch 5, 4, 3, 2, gleichzeitig auch ein bisschen los. 1 und zurück. Schnell ein bisschen ausschütteln. Wir machen 7 pro Seite. Und zwar stehen wir so her, machen den Schritt, gehen runter, drücken uns wieder zurück. Ich zeige es einmal vor. Schritt, runter, zurück. 7 mal rechts und 7 mal links. Bereit machen und los geht's. 1, 2, 3, gut abfedern, schauen, dass die Achse gerade ist. 4, auch hinten einmal euch darauf achten. Schaut ihr hinter Augen führen oder dreht ihr offen, das wollen wir nicht. Und der letzte. Okay, anderes Bein, links nach vorne. 1, 2, gerade Füße, 3, gerade Oberkörper, 4, 5, 6 und der letzte, 7. Sehr gut. Wir machen noch 3 ganz wüste, grusige Sprünge. Wir probieren es, wieder das rechte Bein wegführen. Schauen wir schnell, dass die Position stimmt. Gehen wir schnell runter, schauen, ob das mit den Knien einigermaßen passt. Machen wir 3 Hüpferchen. Einen zeige ich vor, dann steigen wir zusammen. Also tief, hoch. Zusammen. Gut. Und tief, jump. Tief, jump. Tief. Ach, noch ein bisschen schön, schon 2. 2. 1. Gut. Die noch Finger weitermachen, machen noch 3-4. Die anderen tun sie ausschütteln. Die richten sich ein für die andere Seite. Die anderen dürfen jetzt auch aufhören. Ich komme nämlich die nächste Seite. Und zwar schauen wir wieder, dass die Position passt. Und dann machen wir 5 wie vorher. Okay, und 1, 2, 3, 4. Gut. Zurück. Wir machen Squats. Nehmen wieder etwas unter die Ferse. Die, wo sich das, denen, wo es wohler ist, ich finde es auch angenehmer. Man kann nämlich länger stabil bleiben, wenn man auf, wenn man bei den Füßen eine Unterstützung hat. Also. Und wichtig ist, dass wir die Stabilität behalten im Rumpf. Nicht, dass wir hier so Squats machen. He? Gut. Hüftbreit oder ein bisschen breiter herstehen. Füße gerade oder minim rausgedreht. Wir höckeln hinten ab. Stellen euch euer Band vor zwischen Hüfte und Rippen. Das bleibt immer gleich lang. Der Rücken ist gerade. Innen die Hände gerne führen. Öffnen Sie aber an der Seite. Schön hier nachgucken. Noch 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Wir schütteln. Gehen tief. Heben den Fernseher an. Und los geht's. Aber schön hin auf das Stühle hocken. Anheben, anheben.
Noch jede Seite 5 mal. Schulter wird tief, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Der meiste von uns langt, dann haben wir es brennt noch geschenkt. Gut gemacht. Die, die jetzt noch finden, oh, es langt noch nicht, machen gerade noch 2 Squat Jumps. Tief, Jump. Ups. Tief, Jump. Nur für die, die noch völlige Energie haben, die anderen erklären weiter. Und zwar gehen wir wieder in Einbeinstand. Unsere Jumpers sind jetzt, glaube ich, auch ready. Okay, alle zuhören. Und zwar Einbein platzieren. Wir machen noch ein Gleichgewicht. Jetzt ist es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil die Beine schon ein bisschen müde sind. Wir gehen wieder gegen hinten. Jetzt ist egal, wie unsere Position oben aussieht. Was wir probieren, ist beugen, strecken. Beugen, strecken. Ihr seht, mein Fußgelenk ist ganz schön am Quatteln. Sehr viel Stabilarbeit und gleichzeitig super Krafttraining für den Oberschenkel. Okay, alle mitmachen, die noch nicht dran sind. Wir machen noch 4. Noch 3. Die Pros unter uns können die Arme früher strecken. 2. 1. Jetzt seht ihr, es fängt auch an zu brennen. Und ausschütteln. Sehr gute Übung. Weil Gleichgewicht und Kräftigung in einem. Okay, anderes Bein. Linkes Bein platzieren. Ich merke zumindest, ist das linke. Gut. Anders, das rechte Bein leicht gegen hinten ausstrecken. Standbein spucken. Das ist dann wieder meine Nicht-Schokoladenseite. Schauen also besser nicht her, sondern an den Boden. Und zwar beugen, strecken. Beugen, strecken. Noch 4. 3, 2, 1 und langsam wieder aufrichten. Ich weiß nicht, ob es am Tag liegt oder einfach an meiner linken Seite. Die wird heute nicht so gut. Okay, ich hoffe, ihr spürt eure Beine auch. Wir gehen ab und auf die Matte, hört und her. Ich ziehe die Schuhe aus. Weil es mir wohler ist auf der Matte ohne und es eine Sauhitze da drinnen ist. Ist das verdunstig? Also gut. Und zwar Rückenlage. Füße hüftbreit aufstellen. Nicht zu nahe am Gesäß, aber auch nicht von vorne so, dass ich das Gefühl habe, doch, das passt für mich. Und zwar nehmen wir die Hände hinter den Kopf. Machen ein Körbchen. Dann finden Sie gerne noch den Kopf in den Händen ein bisschen ablegen. Noch ein bisschen den Druck aufbauen zwischen Kopf und Händen. Also den Kopf darf in die Hände drücken. Gleichzeitig probieren wir die Schultern tief gesetzt zu lassen. Und dann tun wir beim nächsten Ausstufen uns langsam aufrollen. Aufrollen, langsam, kontrolliert und langsam wieder abrollen. Der Kopf kommt nicht mehr an den Boden, die Hände auch nicht. Wir probieren konstant Spannung im Bauch zu halten. Die das nicht können, nehmen die Arme führen. Dann haben wir ein bisschen weniger grossen Hebel. Aber ich denke, für die meisten passt das so. Jeder in seiner Art, alles ist tiptop. Wichtig ist, dass wir uns bewegen. Gut. Machen noch 5 so. Stellt euch vor, die Bauchdecke wird ausgehöhlt. Hier ist ganz rund. Noch 2. 1. Okay. Wir bleiben aufgerollt. Kommen rauf. Wir bleiben hier. Jetzt drückt unser Kopf ja immer noch ein bisschen gegen die Hände. Unser rechter Ellbogen dreht zum linken Knie.
Wir bleiben auf der Höhe oben, andere Seite. Wichtig, wir machen keine Auf- und Abbewegung, sondern eigentlich sind wir hochgerollt und rotieren einfach von links nach rechts. Die Schwierigkeiten haben, geben ein bisschen mehr Druck mit den Füßen in die Matte. Machen jede Seite noch zweimal. Okay. Wir tun aber kurz ein Bettchen machen, Knie herziehen und mit munteren Rücken bei Kreisli in die Matte holen. Drei auf die achte Seite. Dann nehmen wir die andere Seite. Gut. Noch Beine wieder lösen. Wir nehmen sie auf eine 90-90 Grad Position. Und zwar probieren wir oben entspannt zu bleiben. Und dann tun wir einfach Hände dürfen wir, wir nehmen sie hinten nach oben, ist etwas schwieriger. Kopf ablegen und Hände. Das Ziel ist, dass wir unsere Hüften aufrollen. Ganz eine kleine Bewegung, die tiefen Bauchmuskeln braucht es. Ich zeige es euch, ihr seht es wahrscheinlich fast nicht, aber schaut gleich. Aufrollen, langsam wieder ab. Die, die jetzt das machen, das sieht zwar nicht aus, aber es ist nicht streng, machen es ganz klein und ganz kontrolliert. Hüfte anheben, Hüfte sitzen. Aufrollen, abrollen. Es sind nur ein paar Wirbel unten auf Kreuzbeinhöhe. Und wir probieren zu lupfen, dass du etwas unten rein mag. Und wieder langsam abrollen. Langsam hochkommen, etwas schiebt unten rein. Langsam wieder abrollen. Ich hoffe, ihr habt es daheim. Es ist ganz eine kleine Bewegung, aber es sackt streng im unteren Bauch. Wir machen noch vier. Gut schnaufen dazu. Drei, zwei, eins, gut. Strecken die Beine. Jetzt dürfen die Hände links und rechts von der Hüfte nehmen. Probieren aber euch nicht mit den Händen aufzudrücken, sondern es ist immer noch Bauch. Und zwar strecken wir jetzt Füße auf zur Decke. Genau die gleiche Bewegung. Auf, aber. Auf, aber man sieht es praktisch nicht. Ihr stellt euch vor, jemand zieht an eurem Zeber auf zur Decke. Gut, okay, jetzt strecken wir, wir machen jetzt die gleiche Übung nochmal, wir strecken aber die Füße zur Decke auf. Gestreckte Beine bedeutet länger, der Hebel ist etwas strenger. Die, die jetzt merken, das geht nicht so, machen es einfach noch zwei, drei Wiederholungen von dieser. Nochmal mit aufkippen, durch ab. Die andere, gestreckte Beine, anheben, absenken. Anheben, gut schnaufen und langsam absenken. Dürfen den Kopf ruhig ein bisschen eure Hände drücken, die unter eurem Kopf sind. Machen noch fünf so. Probieren wirklich so kontrolliert wie möglich aufzustrecken und wieder abzulassen. Noch drei. Zwei, eins, letzter. Übungen, wo man fast nicht bewegt, sieht es unglaublich, weil die trotzdem was für einen Effekt haben. Ihr solltet das Gefühl haben, unter dem Bauch. Ja, ihr könnt die Hände, Arme auffächern, nehmt die Beine wieder in eine 90-90-Position. Und zwar pressen wir unsere Innenseite der Beine zusammen. Schauen wir, dass eure Schultern gesetzt sind, tief, langer Hals. Und dann kippen wir mit den Beinen inklusive Hüfte auf die eine Seite und noch auf die andere. Wichtig dabei, die Schulter bleibt auf der Matte. Also, wir drehen auf die eine Seite, so weit wie unsere Schulter auf der Matte bleiben kann. Andere Seite. Druck nur so viel wie nötig auf den Händen. Das Ziel ist eigentlich, dass wir das im Rumpf so gut wie möglich probieren zu halten. Noch bevor eine Übung für den Rumpf und nicht für die Arme und Schulter. Also probieren oben entspannt zu bleiben. Machen jede Seite noch zweimal. Gut schnaufen.
das obere Bein probieren lang zu strecken, also weg von euch. Meistens wird es ein bisschen kürzer. Gut. In der Mitte einfinden, wir strecken die Beine und zwar nicht gerade auf, sondern so leicht gegen vorne weg. Das gleiche mit den gestreckten Beinen. Jetzt ist die Bewegung weniger gross. Wir müssen den längeren Hebel. Wenn wir es nicht heben mögen, kein Problem mit den Knie bügen und den Bogen weitermachen. Die anderen probieren. Drücken euren Unterrücken gut matten. Noch zwei. Nicht zu viel Druck auf die Hände. Noch eine. Tip top. Okay. Kommen wir zurück in die Mitte. Dürfen wir schnell die Knie herziehen. Kurze Lockerung. Und zwar gibt es jetzt eine amüsante Übung. Die sieht ein bisschen belämmert aus. Ist aber sau gut. Zwar, ich nenne die Toten, ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich heisst. Und zwar funktioniert sie folgendermaßen. Die Ausgangsposition ist hochgerollt, Bein, Cable, Top, also da geht 90-90. So, nachher können wir öffnen, also Knie seitlich öffnen, Oberkörper abrollen und wieder zurückkommen. Ganz wichtig, jetzt drücken wir hier den Unterrücken Matte rein. Auch wenn wir die Beine spreizen, probieren wir hier die Spannung ganz hoch zu halten im Bauch. Kommen wir wieder zusammen und wir öffnen den Übergang nicht zur Seite. Wieder zusammen, hoch, so hoch wie möglich, wieder öffnen. Wissen wir jetzt, wieso sie tote Käfer nennen? Also ein Toter bewegt sich nicht mehr, aber es sieht schon so irgendwie aus, ein bisschen hilflos auf dem Rücken. Noch zwei. Noch der letzte. Voilà, tipptopp. Abstellen die Füße. Heute von rechts nach links. Ein bisschen entspannen im Bauch, nämlich noch eine. Und für die brauchen wir noch mal ganz viel Spannung. Wir strecken unsere Beine zur Decke auf, wenn möglich gestreckt, wenn nicht möglich, weil die Bogen kann. Hält hinter den Kopf, Oberkörper. Aufrollen. Also, rund aus die Bauchdecke, möglichst gegen innen. Und dann tun wir die Beine absenken. Kein Problem, wenn sie etwas bügen. Und wir fangen an mit Stärkbewegungen. Auf und ab. Die, die merken, Halleluja, die gehen halt etwas weiter rauf mit den Beinen. Hier oben bewegen, probieren aber den Unterbauch, also den Unterrücken. Mit Matten zu pressen und unsere Cracks, die können relativ tief aber mit dabei, aber nur so lange wie die Bauchdecke drin bleibt. Sobald sich die rauswölbt, lieber ein bisschen aufwachen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Machen wir mal mit den Beinen ein bisschen Gegengleichkreis. Gegen aussen drehen. Es ist nicht wichtig, wenn wir es in die andere Richtung machen. Einfach immer in beide. Und Seite wechseln. Hervorragend. Wir drehen uns auf den Bauch. Wie ist es mir egal? Wir müssen einfach schlussendlich auf den Bauch liegen, falls das geht. Schwangere müssen jetzt aussetzen. Und zwar. Tun wir uns möglichst lang strecken. Das Bein zieht den Scheitel, das andere zieht den Füße hinten raus. Wir starten mit dem Kopf auf der Hand, Stirn auf der Hand, hinten tun wir die Beine anheben. Wir drücken unser Schambein aktiv in die Matte. Das heisst, wir probieren so zu kippen, dass wir die Spannung im Bauch aufrecht halten. Becken, Rippenverbindung, gespannt. Bauch. Muss auch arbeiten. Und wir fangen an mit kleinen Paddelbewegungen. Auf und ab, wir müssen ganz schnell anfangen. Und auch hier bildet Länge vor Höhe. Also das hier oben ist nicht das, was wir wollen. Es gibt einfach einen wahnsinnigen Druck.
hier im Kreuzbereich. Das ist nicht das, was wir wollen Spannung im Bauch, wir wollen Spannung im Rücken strecken. Und unsere Beine werden möglichst gestreckt hin ans Paddel. Auf und ab. Okay, wir nehmen den Oberkörper dazu. Und zwar können wir einfach die Hände und die Stirn anheben. Wir bleiben aufgerollt. Jetzt ist es schon etwas schwieriger, um die Bauchspannung noch aufrecht zu erhalten. Aber probieren euren Bauchnabel reinzuziehen. Dann ist es nämlich ganz schön streng. Gut, wir nehmen unsere Hände führen. Und wir fangen an, auch mit den Händen auf- und Abbewegungen zu machen. Ich persönlich kann es lieber, wenn ich so etwas V-förmig da rausstrecke. Weil, wenn man sie zu nahe nimmt, zieht es einem die Schulter zu den Ohren auf und das will man nicht. Wir probieren, einen langen Hals zu behalten und wir werden etwas schneller. Die Hände nicht strecken, also die Arme nicht strecken können, dürfen ruhig auch einfach hier mit den Ellenbogen bleiben. Wir werden mit euren Oberkörper aufgerollt zu behalten. Wir machen noch 5, noch 4, noch 3, 2, 1. Sehr gut. Wir gehen kurz hinten in die Kindesposition zum Entspannen. Ein bisschen hin und her drehen. Okay. Wir gehen nochmal führen. Bauchlage. Halten die Hände hin. Und zwar zeigen die Handflächen runter zum Boden. Und wir rollen uns aufrollen. Und bei dem Ganzen mit den Füßen aber am Boden. Wir rollen uns aufrollen. Bis etwa zu den untersten Rippen. Die untersten Rippen dürfen auf der Matte bleiben und wieder abrollen. Aufrollen und wieder abrollen. Auch hier die Spannung im Bauch behalten. Aufrollen und durch ab. Füße bleiben hin auf dem Boden. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Letzter, und wir bleiben oben. Länge von der Höhe. Wir fangen an zu pümpern mit den Armen. Etwas kommt zum Boden rauf und wir wollen es immer wieder runterdrücken. Aber es ist hartnäckig, es kommt wieder rauf. Wir probieren oben stabil zu bleiben mit dem Oberkörper. Kopf in Verlängerung von Wirbelsäule. Noch 3, 2, 1. Stoppen mit den Pumpbewegungen und ab. Sehr gut. Ein bisschen hin und her rollen. Und voilà. Wir drücken uns auf in den Vierfüßler. Und zwar dürfen ihr kontrollieren, ob eure Knie ungefähr unter der Hüfte sind, Hände ungefähr unter der Schulter, die Ellbogen leicht hin und dreht, nicht den Russen. Und tun sie ein bisschen beugen. Nicht, vor allem viele Frauen tendieren sich so ein bisschen zu reinhangen. Schauen wir mal, wie schrecklich dass das aussieht. Das will man nicht, wie so überstreckte Dinge. Lieber etwas beugen. Das sieht zwar gestreckt aus, aber es ist für mich ziemlich bogen. Also einfach, dass ich nicht im Gelenk hängen, sondern dass mit dem Muskel das Ganze stabilisiert. Wenn ihr so weit ausgerichtet seid, könnt ihr eure Füße aufstellen. Ihr hebt eure Knie einen Zentimeter ab. Drücken euch aus den Schultern auf. Möglichst rund, viel Platz zwischen den Schulterblättern. Ihr hebt es einfach einmal. Gut schnaufen. Sieht harmlos aus, ist es oder nicht? Gut. Wir heben einen Fuß nach dem anderen ab. Die merken, oh, man kann es fast nicht heben in den Schultern, die gehen wieder. Ein statischer, ohne Bewegung. Die anderen, den Teil Fuß nach dem anderen abheben. Bleiben oben hoch. Den Kopf lassen nicht hängen, der liegt in der Verlängerung der Wirbelsäule. Und wir werden schneller mit den Füßen. Noch etwas schneller. Bauch ist fest angespannt und wir machen einen Sprint. 5, 4, 3, 2,
1. Schnell hinter, dann entspannen. Voilà. Gut schnaufen. Wir kommen auf. Und zwar in die Liegestützposition. Die das können, auf den Füßen. Die das ein bisschen zu viel ist, die machen es auf den Knien. Geht tipptopp auch. Die es auf den Füßen machen, kommen wir mal in die Ausgangsposition. Wir drehen uns zur Seite. Jetzt ist ein Fuß vorne, einer hinten. Und wir gehen wieder in die Liegestützposition. Andere Seite. Rumpf ist ganz stabil. Oft drehen, der Blick folgt der Hand wieder ab in die Liegestütz. Erste Seite. Öffnen. Zurück auf die Matte. Andere Seite. Letztes Mal. Gut. Voilà. Kommen zurück in die Liegestütz. Wir gehen auf die Knie, bleiben aber in dieser Stütze. Und zwar machen wir bei Trizepsliegestütz. Das bedeutet, Ellbogen zeigen gegen hinten und gehen möglichst näher am Körper gegen hinten. Zeigen es vor, hinten, rauf. Die das auf den Füßen rennen dürfen, gerne, ich kann es nicht. Oder vielleicht eine und dann ist aus die Maus. Okay. Wir machen 5, 4, 3, 2, 1, okay, und zurück in die Kindesposition. Ein bisschen erholen. Wir haben eine letzte Übung von uns. Krönenden Abschluss. Noch 2, 3 tiefe Atemzüge, um uns mental und auch körperlich darauf vorbereiten. Und zwar stellen wir unsere Füße hin auf, kippen uns drauf, so eine Hock-Kauf-Position, und dann langsam unsere Beine strecken. Wir starten, oder respektive wir hören so auf, ähnlich wie wir gestartet haben. Wir gehen vorne, machen einen Liegestütz, kommen zurück, rollen auf, rollen ab, führen, Liegestütz, wir starten miteinander. Okay. Dann, wenn wir schon unten sind, laufen wir führen mit den Händen. Grosse Spannung im ganzen Körper. Liegestütz. Die, die nicht auf den Füßen ein Liegestütz machen, machen sie auf den Knien. Dann mit auf die Füße hinterher laufen. Bis zu den Füßen. Langsam aufrollen. Hier gut Luft holen, beim Ausschnaufen vom Scheitel her wieder abrollen. Ohne Füße laufen, Liegestütze auf den Knie oder auf den Füße. Langsam mit den Hintern laufen, Füße zur Decke strecken, aufrollen. Wir machen noch 3 von denen. Gut, hier Luft holen. Ausschnaufen vom Scheitel her. Weich werden, zuerst Brustwirbelsäule. Und noch ein. Aber einfach Liegestütz. Aufdruck ins Brett. Füttern zur Decke hinterher laufen. Ui, ich zähle. Ich glaube, wir noch einen. Sonst haben wir Pech gehabt. Einen machen wir noch. Okay. Luft holen, tief einschnaufen. Ausschnaufen, wieder ab. Hören laufen. Spannung. Letzte Liegestütz. Zurück. Langsam aufrollen. Et voilà. Zum Stretchen müssen wir nochmal ab an den Boden. Rollen uns ab. Gehen auf die Knie. Dann uns auf die Hüfte herhöcken. Und zwar Breitsitz, so breit wie es euch wohl ist, muss nicht allzu breit sein. Wenn es geschafft ist, gibt es noch ein kleines Cooldown. Und zwar den
den einen Arm beim nächsten Rechten. Nehmen wir auf und wir ziehen zum linken Fuß über. Probieren hier möglichst die Öffnung von eurer Seite. Die auf dem Fuß kommen, ist gut und die anderen ist auch gut. Egal wie weit. Auch hier ist sie neulich. Wichtig ist, dass sie das Stretch spüren. Die, die wollen, dürfen leicht wippen. Die, die es unangenehm finden, machen es nicht. Gut, reinschnaufen. Wirklich oft drehen, wenn ihr jetzt hier sind, spüren wir keine Dehnung. Decke, das zeigt sich, Decke die Seite. Langsam zurück. Wechseln die Arme. Und gehen auf die andere Seite. Was wir mit dem Arm machen, ist auch überlassen. Hier in die linke Flanke reinschnaufen. Noch für zwei Atemzüge. Kommen wir langsam rauf. Und zwar probieren wir mit gestrecktem Oberkörper, die jetzt Mühe haben, nehmen wir etwas unterzufütteln. Einfach etwas unterlegen, dann ist das ein bisschen einfacher. Wenn wir nicht so beweglich sind, gehen wir mit gestrecktem Oberkörper so weit führen, wie es geht. Ein paar Mal ist das ein bisschen weiter, ein bisschen weniger, ist egal. Ein bisschen führen. Im Idealfall für das Flexen haben wir die grössere Dehnung. Wir nehmen die Hände führen, wenn es geht, und wandern zu der einen Seite zum Fuß. Bleiben da. Jetzt sehen wir, jetzt ist der Oberkörper fast auf dem Bein. Vorher war es oft gedreht. Jetzt zeigt unser Oberkörper parallel. Und ist parallel zum Boden. Gut, wir bleiben tief, wir laufen mit den Händen auf die andere Seite. Et voilà. Bis wir angekommen sind, auch dort ziehen wir uns aber Richtung Knie. Fuß ist geflext. Voilà. Wir gehen wieder zurück in die Mitte. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt etwas weiter runter mögen. Langsam aufrollen, dass wir einen runden Rücken machen. Wir nehmen die Beine, die Füße zu uns her. Die, die immer noch vorher etwas unter den Leiter hängen, für die behalten, das ist gut. Und zwar ziehen wir die Füße so nah wie es geht zu euch her. Okay, wenn sie da vorne sind. Das Ziel ist jetzt, dass wir die Knie abdrücken. Mir geht das am besten, wenn ich hinten abstütze. Und dann versuchen wir, die Knie zum Boden absinken lassen. Gleichzeitig oben aufrecht bleiben. Marionettenfäden am Kopf. Abdrücken die Knie, so weit es geht. Schöne Öffnung in der Hüfte. Tipptopp. Und zwar behalten wir uns das rechte Bein jetzt gerade so gebogen. Das linke nehmen wir oben drüber. Seht ihr das? Jetzt probieren wir, dass beide Sitzbeinhöcker links und rechts auf der Matte drauf sind. Einigermaßen. Nehmen wir den rechten Arm dazu. Drücken das Knie weg von euch. Und schauen gegen hinten an. Aber wenn ihr das rechte Knie gebogen habt, das linke Bein aufgestellt, der rechte Arm drückt am linken Bein. Und ihr lasst die linke Schulter gegen hinten. Sehr gut. Solltet ihr euch hier auf der Seite schöne Dehnung geben, weil ihr drückt das Knie weg von euch. Gleichzeitig bleibt der Sitz bei Höcker aber am Boden. Gut, wir gehen langsam wieder nach vorne drehen, wechseln unsere Beine. Links Bein beugen, rechts Bein. Oben drüber, wenn möglich, schaut der Fuß so einigermaßen nach vorne. Hier wieder absetzen. Linker Arm gegenüber zum Knie. Wegdrücken und eine Rotation machen. Gegen hinten über die Schulter zur Wand schauen. Hier ein bisschen wegdrücken, ohne dass die Sitzbeinhöcker weglupft von der Matte.
hervorragend. Wir tun uns entknüppeln. Füße von uns aufstellen. Irgendwie auf die Füße kommen. Hocke wieder. Mit dünnen Beinen strecken. Jetzt ist wichtig, dass sie wirklich ganz durchstrecken, auch wenn der Oberkörper dann nur da ist, dann ist okay. Einfach so weit wie möglich abwampeln, dass sie auf der Rückseite eine Dehnung haben. Alles locker lassen, Nacken entspannen. Dann können sie auf die eine Seite euch drehen und dann auf die andere Seite. Ein tiefer euch abziehen. Im Moment können sie sich an den Knöchel fassen und noch ein bisschen verstärken, das Ganze. Und dann beugen wir leicht Knie beugen. Ganz langsam aufrollen. Perfekt. Wir probieren, wie wir schon so viele Gleichgewichtssachen gemacht haben. Wir gehen mit unserem einen Bein stehen, den anderen Fuß fassen wir am Fußgelenk, Standbein leicht beugen. Und wir zeichnen das rechte Fußgelenk zum Gesäß. Probieren wir auf der Oberschenkel Vorderseite und auf der Hüfte. Hüftbeuger dort eine Dehnung zu erzeugen. Am besten geht es, wenn wir das Becken probieren, ein bisschen gegen vorne zu kippen. Wenn wir hier ins Hohlkreuz gehen, dann haben wir keine Dehnung, sondern Gegenbewegung. Dann sollte es bei allen eine Dehnung geben. Das Gleichgewicht ist eventuell da, vielleicht auch nicht. Wir haben es gerade geschafft, wir schütteln aus, anderes Bein. Auch hier mit dem Becken gegen vorne kippen. Hervorragend. Ausschütteln beide Beine, unsere Hände ausschütteln, Schultern ausschütteln. Danke euch herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen in die Schweiz gekommen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch noch. Ciao, ciao.